Hallo auf Schulz Insight. Heute sind wir zu Gast bei der Doemens Academy in Gräfelfingen bei München. Hier wollen wir euch das Herzstück des Technikums auf dem neuen Campus mal näher vorstellen. Doemens ist im Kern ein Weiterbildungsinstitut für die Getränke-, Brau- und Lebensmittelbranche. Das heißt, wir bilden technische Führungskräfte aus und sie werden kaum eine Brauerei, kaum einen Mineralbrunnen im deutschsprachigen Raum finden, aber auch international, die ohne einen Doemensianer auskommt. Im Kern bieten wir Meisterkurse an. Das ist eine Weiterbildung für technische Führungskräfte. Das machen wir im Bereich Braumeister, Getränkebetriebsmeister, Lebensmittelmeister. Wir bilden aber auch Sommeliere aus. Das macht man mittlerweile in 4 Gruppen. Bier, Mineralwasser, Destillate oder Fruchtsaftsommelier. Und dann machen wir noch eine ganze Reihe von technischen, technologischen Seminaren, die zwischen 1 Tage oder eine ganze Woche dauern. Der zentrale Kern von Doemens ist, egal was wir ausbilden, in welcher Form auch immer, ist die konsequente Verbindung von Theorie und Praxis. Das heißt, alles, was wir den Leuten beibringen in der Theorie, wollen wir ihnen auch in der Praxis zeigen können. Und das heißt, wir brauchen hier eine Brauerei, wir brauchen hier ein Sudhaus, das absolut am aktuellen Status der Zeit ist und das vor allem auch flexibel ist. Unser Anspruch ist, wir wollen jedes Brauverfahren, das ist egal, wo auf der Welt gibt, das wollen wir hier abbilden können. Und die KASPAR SCHULZ Anlage, das Sudhaus von KASPAR SCHULZ, bietet uns hier wirklich klasse Möglichkeiten und da sind wir sehr froh drum. Wir bei KASPAR SCHULZ waren natürlich super stolz, die neue Brauereianlage für das Leuchtturmprojekt Doemens 2020 liefern zu dürfen. Meine Aufgabe war dabei die Projektierung als auch die Auslegung und schließlich Inbetriebnahme der Anlage. Die größte Herausforderung für mich im Projekt war die Koordination der Sponsoren, da nahezu alle Komponenten von Ventilen über Sensoren bis zu den Pumpen von Firmen zur Verfügung gestellt wurden, galt es, diese Komponenten ideal aufeinander abzustimmen, um ein perfekt laufendes Sudhaus zu bauen. Die Besonderheiten der Anlage sind zum einen die hohe Flexibilität, die man bei der Stammwürze als auch bei den Hopfengaben hat und zum anderen die vielen Möglichkeiten in der Maischarbeit als auch bei der Würzekochung. Also besonders stolz macht uns wirklich dieses Technikum, das wir hier haben. Ich kenne sehr viele Ausbildungsstätten für die Getränkebranche und zwar nicht nur national, nicht nur deutschsprachig, sondern weltweit. Aber so ein Technikum, wie wir hier haben in der Ausprägung, gibt es nirgendwo. Und da sind wir wirklich sehr stolz drauf. KASPAR SCHULZ Anlage ist für mich wirklich zentral das Thema Flexibilität. Wir können wahnsinnig variabel die Schüttung gestalten. Wir können wahnsinnig variabel mit verschiedenen Rohstoffen umgehen. Wir können wahnsinnig variabel mit verschiedenen Kochverfahren, mit was auch immer umgehen. Und das ist, sage ich mal, eine Chance, die uns einfach hier die Zusammenarbeit mit KASPAR SCHULZ geboten hat.